gewisse Vorstellung davon, was der Staat ist und können das aber auch gar nicht so leicht jemand anderen erklären. Also was ist der Staat? Gesetz, Verfassung, sind es die Beamten? Der Staat ist also nicht ganz so leicht offenbar. Zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung. Es ist ja nicht der Polizist, das Mensch, der uns dabei interessiert, sondern jener Rechtsautomat, der uns eine Strafverfügung austeilt. Und wenn wir das weiter verfolgen, dann kommen wir irgendwann einmal zu dem Staat als einem Akteur, der in unser Leben meistens beschränkend eingreift. Ein wenig wie Kafkas Prozess oder der schöne Reim von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Es gab übrigens im 19. Jahrhundert eine sehr lange und intensive Diskussion, ob etwa der Richter bloß eine Art Subsumptionsapparat ist, also nur ein rechtsanwendender Automat, oder ob die Rechtsprechung ein schaffenden Aspekt hat. Aber wozu ist der Staat genau da? Er ist von Menschen geschaffen, um größere Unternehmungen durchführen zu können. Er hat zuerst einmal eine gesellschaftsregulierende Funktion. In der Gesellschaft erleben wir ja einen fortwährenden Kampf zwischen sozialen und asozialen zersetzenden Elementen. Der Staat ist eine Antwort darauf, dass es in der Gesellschaft immer den Kampf aller gegen alle gibt. Damit der Fortbestand der Gesellschaft als solcher möglich ist, muss eine öffentliche Macht bisweilen gewaltsam einschreiten und ruft dazu eine besondere Körperschaft oder besondere Körperschaften ins Leben, welche diese Macht ausüben. Und das ist der Staat. Er tritt uns eben klassisch definiert entgegen als Legislatur, Judikative und Exekutive. Der Staat ist der letzte Machtträger. Er ist aber keinesfalls etwas Natürliches, sondern er hat sich aufgrund verschiedener Ereignisse gebildet und in verschiedenen Ländern eben unterschiedlich ausgebildet. Er ist vor allem deswegen entstanden, weil frühere Organisationseinheiten, sagen wir die Familie, der Stamm, die Nation, bestimmte Aufgaben historisch nicht bewältigen konnten. Zum gleichen Grund sehen wir momentan diesen Übertritt vom Nationalstaat hin zu internationalen Organisationen wie der Europäischen Union. Damit stehen wir auch bei der Frage nach Herrschaft und Freiheit. Herrschaft beruht nicht auf Gewalt. Es ist ja vielmehr so, dass erst durch das Herrschen sich das Herrschaftsmittel Gewalt erschließt. Echte Herrschaft gründet sich immer auf öffentlicher Meinung. Der Staat ist dann das Gleichgewicht der Meinungen, die in diesem Staatswesen, im Staatsvolk vorherrschen. Kann sich keine Meinung durchsetzen, fehlt also die öffentliche allgemeine Meinung, dann erst tritt die Gewalt an ihre Stelle. Herrschaft, könnte man also sagen, ist das Vorherrschen einer Meinung, einer bestimmten Geisteshaltung. Ortega y Gasset hat das Leben in Freiheit genannt, wenn wir innerhalb der von uns gewollten Institutionen leben, wie immer sich diese auch gestalten. Das ist erst einmal eine rein formale Feststellung, also ohne eine konkrete Institution, sondern einfach nur die Vorstellung von Institutionen, die ganz unterschiedlich beschaffen sein können, aber mit denen wir uns in Einklang befinden. Der Staat, das wird man sagen müssen, ist immer und seinem Wesen nach Druck der Gesellschaft auf die Individuen, Druck auch auf die Gesellschaft selbst. Es besteht in Herrschaft, Gewalt, also in Zwang, der Staat, aber auch die Gesellschaft, sie sind da, ob wir es wollen oder nicht. Ortega hat dafür ein sehr schönes Gleichnis gefunden. Unser Leben im Staat vergleicht er mit einem Zimmer. Es ist das Gleiche, als würden wir sagen, die Wände des Zimmers schränken unsere Freiheit ein, durch das Zimmer zu gehen. Durch die Wände existiert das Zimmer überhaupt erst. Ich kann durch die Fenster hinaussehen, ich kann mein Sofa in das Zimmer stellen oder ein Bett, ich kann eine Küche einbauen, ich kann durch die Tür hinaustreten oder versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Den Erfolg werde ich dann schon sehen. Der Mensch lebt immer, als ob er will oder nicht, in einer sozialen und vergesellschafteten Welt. Darin gibt es eben einen anonymen Druck, der auf ihn wirkt. Gewohnheiten, Bräuche, die geltenden Normen. Der Staat ist eben so eine Art sozialer Druck. Jedenfalls in der Moderne auch ein Druck, der mit dem Gewaltmonopol ausgestattet und daher nicht ganz ungefährlich ist. Deswegen ist ja ein ganz wesentliches Moment der Moderne der Versuch, die Gewalt oder die Macht des Staates zu beschränken.
Es ist auch für einen funktionierenden Staat, eine funktionierende Demokratie daher besonders wichtig, dass alle Glieder oder wenigstens die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft sich gewissermaßen als Mitwirkende bei der Herrschaftsausübung fühlen, also eine aktive Rolle im Staate spielen. Wenn dem so ist, dann schmiegt sich der Staat der Gesellschaft als einem sozialen Organismus an, wie sich die Haut über dem Körper bildet. Ein anderes, denke ich, sehr schönes Bild, das uns Ortega gegeben hat. Diese Art der sozialen Organisation, dies ist die Aufgabe von Kultur und Recht. Kultur besteht in der Lösung von Widersprüchen. Barbarei hingegen ist Blindheit dem Widerspruch gegenüber, Blindheit, die uns bei einem der widerstreitenden Teile dann stehen lässt. Und das führt eben zu Gewalt, zu Bürgerkrieg, zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, wie wir sie eben leider immer wieder auch heutzutage erleben müssen. Oswald Spengler hat das in seinen politischen Schriften sehr schön ausgedrückt. Er hat nämlich gesagt, es kommt nicht auf die Verfassung an, die ein Staat hat, sondern auf die Verfassung, in der ein Staat ist. Kommen wir zu unserem Thema zurück. Was ist also das Wesen des Rechts? Die Einheit des menschlichen Zusammenlebens ist das Substrat, aus dem sich Recht, Brauch und Sitte entwickeln. Es sagt ja schon Horaz, lege sine moribus vane, also die Gesetze sind nichts ohne die Sitten. Recht beruht gewissermaßen auf einer Verzweiflung des Menschen am Menschlichen. Wenn die Menschen so weit sind, dass sie gegenseitig ihrer eigenen Menschlichkeit misstrauen, dann versuchen sie etwas vorsätzlich Unmenschliches zwischen sich einzuschalten, um miteinander verkehren und handeln zu können. Das Gesetz, den Vertrag, den Gesellschaftsvertrag. Gesetze sind unmenschlich, so wie die Gesellschaft. Denken wir an die Definition, die Livius vom Gesetz gegeben hat. Er sagt, das Gesetz ist taub und unerbittlich und lässt auch vor der geringsten Übertretung nicht erweichen und nicht mildern. Ortega hat dazu gesagt, diese Definition sei doch wunderbar. Allerdings sind die Attribute des Rechts damit die gleichen wie die des Steines. Im Gesetz ist das wesentliche Attribut des Gesellschaftlichen die Anwendung oder Androhung von Gewalt. Es handelt sich dabei um eine Gewalt, die nicht an ein bestimmtes Subjekt gebunden ist, sondern von der jeder betroffen ist als von einer gegenwärtigen und voraussichtlichen Zwangsmaßnahme des anderen. Wie alle menschlichen Werke können wir das Recht aber nur verstehen als einen Begriff und nicht durch Beschreibung. Das Recht ist eine Kulturerscheinung, es ist eine wertbezogene Tatsache. Das Wesen des Rechts ist es, den Begriff des Rechts, also die Rechtsidee, umzusetzen. Recht ist die Wirklichkeit, die den Sinn hat, Gerechtigkeit zu verwirklichen. Gerechtigkeit kann zum einen verstanden werden als korrekte Erfüllung eines Gesetzes, also bloße Rechtlichkeit, oder als das Prinzip des Gesetzes selber. Um Letzteres ist es uns hier zu tun. Gerechtigkeit bezieht sich auf ein Verhältnis zwischen Menschen. Ihr Ziel ist eine ideale Gesellschaftsordnung, eine Vorstellung davon, was sein soll. Die Diskrepanz zwischen Sein und Sollen, wie uns das in der Rechtsordnung entgegentritt, die wird versucht, in der Rechtsprechung auszugleichen. Gerechtigkeit ist also das Problem, bei dem wir nunmehr angelangt sind. Als gute Österreicher könnten wir es uns sehr einfach machen und mit Hans Kelsen die Diskussion überhaupt für unsinnig erklären. Ich möchte mich allerdings im Folgenden weniger auf Hans Kelsen, also den Vater der österreichischen Bundesverfassung, sondern mehr auf Gustav Radbruch beziehen, der wie Kelsen eine relativistische Theorie der Demokratie entwickelt hat, aber die für uns den Vorteil hat, dass er die Frage der Gerechtigkeit als eine ganz wesentliche Frage nach dem Wesen des Rechts gestellt hat. Einerseits ist Gerechtigkeit ein formaler Begriff, als solcher kann man sie mit Platon als Gleichheit des Maßstabes verstehen. Gleiches ist gleich, Ungleiches ungleich zu behandeln. Wir haben zwar noch keinen konkreten inhaltlichen Maßstab damit gewonnen, also wie eine Gesellschaft organisiert sein soll, aber wir können auch aus dem rein Formalen bereits Forderungen an das positive Recht stellen. Formale Gerechtigkeit fordert generelle Normen, ein generelles Gesetz. Ihre wesensbestimmende Anforderung ist, Mensch sei gleich Mensch. Alle sind sich darüber einig, dass das Recht dem Gemeinwohl dienen soll. Aber darüber, was das Gemeinwohl ist, darüber
sind sich die Menschen tatsächlich sehr uneinig. Wir betreten hier die etwas schlüpfrige Gegend der Weltanschauungen. Gustav Radbruch hat drei Arten von absoluten Werten in modernen Gesellschaften unterschieden. Da wären einmal die Individualwerte, das ist alles, was die menschliche Einzelpersönlichkeit ins Zentrum rückt. Dann Kollektivwerte, also menschliche Gemeinschaften, und Werkwerte, also menschliche Werke, die Kultur, die Kunst. Die letzten Ziele wären etwa für die individualistische Auffassung die Freiheit, also die persönliche Freiheit des Einzelnen, für die überindividualistische Auffassung die Nation oder die Gemeinschaft der Werktätigen, für die überindividualistische Auffassung, für die transpersonale Auffassung dann etwa die Kultur. Da alle drei Arten sehr unterschiedliches fordern, führt die Rangordnung, die man ihnen beimisst, auch zu unterschiedlichen Auffassungen von Recht und Staat. Also Recht und Staat sind für die individualistische Auffassung Beziehungen zwischen Einzelnen, also du und ich. Für die überindividualistische Auffassung ist es der Einzelne gegenüber einem Ganzen, etwas Höherem, das ihm übergeordnet ist. Für die transpersonale Auffassung wiederum gemeinschaftliche Beziehung der Einzelnen zu etwas außerhalb ihrer selbst, zu einer gemeinsamen Arbeit, gemeinsamen Werk. Die empirische Verkörperung dieser Auffassungen sind dann die Parteien. Sie übersetzen die jeweils als die höchsten Werte erkannten Ideen in politische Forderungen. Die Zweckidee des Rechts schließlich führt von der formalen Idee der Gerechtigkeit und dem Brückenschlag des Bekenntnisses in die Ethik. Die Frage nach einer konkreten Ordnung des menschlichen Zusammenlebens, nach dem konkret gesollten Recht. Die Wissenschaft kann die verschiedenen Zwecke, die verschiedenen Ziele des Rechts aufzeigen, sie kann aber nicht feststellen, welche davon richtig sind. Damit kommen wir dann zum dritten Wert, so zum dritten Bestandteil der Rechtsidee, der Rechtssicherheit. Da nicht festgestellt werden kann, was denn absolut gültig und richtig ist, so soll zumindest das Recht der Rechtssicherheit dienen. Das Recht ist die Ordnung des menschlichen Zusammenlebens und kann nicht den Meinungsverschiedenheiten der Einzelnen überlassen bleiben. Es kann zwar mit wissenschaftlichen Methoden nicht festgestellt werden, was gerecht ist, aber es muss festgestellt werden, was rechtens ist. Dazu berufen ist eine Macht, welche die Geltung des Rechts durch also auch verbürgen und durchsetzen kann. In der Regel ist das der Staat. Aus der Rechtssicherheit ergibt sich eine ganze Reihe von Forderungen an das Recht. Also Recht soll positiv sein, das heißt eine Wirklichkeit, die empirisch erfassbar ist, in der Form eines Gesetzes oder einer Gewohnheit. Es muss normativ sein, das heißt die Verkörperung eines Sollens. Es erhebt sich wertend und fordernd über die Wirklichkeit. Es soll allerdings auch sozial sein, das heißt menschliches Zusammenleben regeln und genereller Natur sein, um der erstrebten Gerechtigkeit willen Gleichheit setzen und fördern. Damit haben wir einmal die Grundideen einer relativistischen Rechtstheorie festgelegt. Wir hatten den Rechtsbegriff als Gerechtigkeit also definiert. Gerechtigkeit ist auf eine gerechte Ordnung des menschlichen Zusammenlebens gerichtet. Er entfaltet sich also in drei Momenten. Das ist die formale Gerechtigkeit, Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behandeln, konkrete Zweckmäßigkeit, also eine inhaltliche Gemeinwohl- und Gerechtigkeitsvorstellung und die Rechtssicherheit. Diese drei Momente haben wir also: formale Gerechtigkeit, konkrete Zweckmäßigkeit und Rechtssicherheit. Gerechtigkeit und Rechtssicherheit stehen über dem Streit der Meinungen, sie gelten absolut. Alles steht unter der Forderung der Gerechtigkeit und unter der Forderung der Ordnung des Friedens. Nicht nur die Zweckmäßigkeit allerdings, sondern auch das Rangverhältnis zwischen diesen drei Elementen ist relativ. Das heißt, es kann verschieden interpretiert werden. Es gibt eine Pluralität der Meinungen darüber, wie dieses Verhältnis zu gestalten ist. Diese drei Seiten der Rechtsidee können also gemeinsam herrschen oder sie können zueinander in Widerspruch treten. Wie sich das historisch konkret gestaltet, das drückt sich eben im konkreten Begriff des Staates aus, wie er uns gegenübersteht. Der Polizeistaat will die Zweckmäßigkeit, das Naturrecht die Gerechtigkeit und der Positivismus die Rechtssicherheit verabsolutieren. Diese Widersprüche und Spannungen sind kein Mangel des Systems. Philosophie soll Entscheidungen nicht abnehmen, sondern Fragen und Entscheidungen stellen.
Das Leben ist immer problematisch und verlangt von den Menschen nicht nur ein Nachdenken darüber, sondern auch immer eine Entscheidung, auf welchen Standpunkt man sich stellt. Die Akzentuierung dieser widerstreitenden oder sagen wir besser in Spannung zueinander stehenden Begriffe ist abhängig von der historischen Situation. Und damit stehen wir am Ende dieser rechtsphilosophischen Anmerkungen tatsächlich bei der Frage nach Corona und Recht. Rechtssicherheit, Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit des Rechts, das sind die drei Bestandteile des Rechtsbegriffes, die sich in einer konkreten Situation niederschlagen. Dazu eben ein paar Worte. Rechtssicherheit, ich habe die Fuscherei bei Verordnungen und Gesetzen bereits angesprochen. Erste Gerichtsurteile liegen vor, welche Strafen aufgehoben haben. Und das wird uns wohl auch die nächsten Monate begleiten, bis sich der Verfassungsgerichtshof ganz grundsätzlich mit den Corona-Gesetzen auseinandersetzen wird. Und stehen hier sicherlich noch einige spannende rechtliche Diskussionen bevor. Gerechtigkeit, die formale Gerechtigkeit, sie fordert ja eine generelle Norm, ein generelles Gesetz. Auch hier wird man sagen müssen, sind die eingeführten Normen diesem Anspruch nicht immer gerecht geworden. Einzelne Industriezweige, Handel, Gewerbe sind hier massiv geschädigt worden. Am deutlichsten aber sehen wir das rechtsphilosophische Problem bei der Zweckmäßigkeit des Rechts, also der konkreten Vorstellung, wie Gerechtigkeit in der Gesellschaft verwirklicht werden kann. Was also ist der Zweck des Staates, wenn wir den Corona-Gesetzen folgen wollen? Kann der Schutz von Leben und Gesundheit auf unbestimmte Dauer erhebliche Grundrechtsbeschränkungen rechtfertigen? Ein Großteil der Regelungen war und ist ja zeitlich beschränkt. Insofern wird man sagen können, so wie das österreichische Bundeskanzler getan hat, alles halb so wild, kein Problem. Aber wir sollten uns ganz klar sein, dass an die Stelle der persönlichen Freiheit ein überpersönlicher Wert getreten ist, dem alles untergeordnet wird. Dem Schutz von Leben und Gesundheit oder was die Regierung dafür hält. Und diesem Schutz von Leben und Gesundheit werden die Freiheitsrechte geopfert. Wir befinden uns von einem Tag auf dem anderen wieder in der angeblichen Überparteilichkeit des Obrigkeitsstaates. Das kann man, wie gesagt, aus bestimmten Gründen befürworten. Man kann aber auch der Meinung sein, wie Schiller es in der Braut von Messina ausgedrückt hat, das Leben ist der Güterhöchstes nicht. Der übelgrößtes aber ist die Schuld. Voraussetzung von Demokratie ist einerseits die persönliche Freiheit und die Verantwortung des Einzelnen. Verbunden wird beides mit der freien Meinungsäußerung. Ohne diese Momente, also persönliche Freiheit und Verantwortung und freie Meinungsäußerung, kann es Demokratie nicht geben. Es ist plötzlich der Staat, dem wir uns ganz wieder unterordnen sollen, der für uns bestimmt, ob wir die Wohnung verlassen dürfen, wen wir in unseren Wohnungen oder auf öffentlichen Plätzen treffen dürfen, welche Demonstrationen erlaubt und welche nicht erlaubt werden. Kurz, der Staat ist wieder für unser Wohlergehen zuständig, nicht wir selbst. Zum anderen erleben wir eine ebenfalls sehr bedenkliche Verengung der Meinungsfreiheit und die Wiedergeburt des Denunziantentums und der Blockwartmentalität. Ich habe das im eigenen Freundeskreis erlebt, wie Menschen, denen ihre eigene Freiheit sonst ganz besonders wichtig war, meinten, man müsse die Polizei rufen, weil die Nachbarn gegrillt haben. Ebenso bedenklich ist es, dass jeder, der eine abweichende Meinung vertritt, heutzutage gleich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird. Hier entsteht eine sehr gefährliche Gemengenlage, die das Potenzial hat, unsere hart erkämpften Rechte dauerhaft einzuschränken. Und die offene Diskussion und den Austausch von Meinungen, die, und ich betone das noch einmal, Grundlage eines demokratisch verfassten Gemeinwesens sind, diese zu verhindern. Als Menschen tendieren wir in Angstsituationen dazu, unsere kritische Haltung einzubüßen und uns Heilsbringern anzuvertrauen. Wir sollten aus der Geschichte gelernt haben, dass die Politik in der Regel kein Heil bringen kann. Ich möchte hier auch an einen, wie ich finde, sehr bedenklichen Ausspruch Greta Thunbergs erinnern, die in Vor-Corona-Zeiten meinte, sie will, dass wir in Panik geraten. Ich denke, wenn Menschen in Panik sind, treffen sie sehr selten vernünftige Entscheidungen. Und die großen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft lassen sich nur mit Vernunft lösen. Der Sinn von Grund- und Menschenrechten ist es, die Gewalt des Staates einzuhegen und damit der Politik eine Grenze zu setzen. Der öffentliche Diskurs muss dafür sorgen, dass sich die Bundesregierung und das Parlament an die Grund- und Menschenrechte halten und alle ihre Einschränkungen rechtfertigen müssen.
Und das ist schließlich eine Verantwortung eines jeden von uns. Die größte Gefahr für die Demokratie ist weder die Einsetzung einer offensichtlichen Diktatur oder eines Gottesstaates. Die Gefahr liegt auch nicht so sehr in einer gewaltsamen Revolution. Der Staat hat heute mehr Mittel denn je, alle Formen des gewaltsamen Widerstands zu brechen. Nicht von der Gewalt geht die Gefahr aus, sondern vom Geist. Wenn die Menschen sich aus der schwer erkämpften Beteiligung an Herrschaft und aus ihrer Eigenverantwortung zurückziehen, das ist die Gefahr, vor der wir stehen. Wer sich der aktiven Gestaltung seiner Welt entzieht, der muss es sich gefallen lassen, wenn die Welt von anderen gestaltet wird. Je mehr Menschen sich aus der Politik zurückziehen, desto leichter wird es anderen, die Politik durchzusetzen, die ihnen genehm ist. Die Demokratie verlangt heute nicht, dass man für sie in den Kerker geht, dass man Not und Verfolgung leidet, wie es viele Menschen getan haben, die für die Freiheit und für ihre Rechte gekämpft haben. Aber die Demokratie fordert von uns trotzdem einen Einsatz. Den Einsatz, wählen zu gehen, den Einsatz, sich nicht willenlos den Parteien auszuliefern, den Einsatz, sich eine Meinung zu bilden und diese zu vertreten. Es darf nicht heißen, man könnte, es muss heißen, ich tue. Erlauben Sie mir am Ende an eine Stelle aus Kants Was ist Aufklärung zu erinnern. Ich zitiere: Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem größte Teil der Menschen den Schritt zur Mündigkeit, außerdem, dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte, dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie einsperrten, wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie versuchen, allein zu gehen. In diesem Sinne haben wir Mut, uns unseres Verstandes zu bedienen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.